Was geht ab, Freunde der Werkstatt? Ich weiß doch, dass euch BMW gefällt und ihr genauso Dominanz zeigen wollt. Hey, hey, hey! BMW ist das Thema heute, weil asoziales Verhalten heute als richtig vermarktet wird, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Der Gegner im täglichen Straßenverkehr ist Audi und Audi sind nur bessere Volkswagen, womit man nicht prahlen sollte. 20.000 heute waren vor 14 Jahren noch fast 14.000 Euro, was der Hauptgrund ist, warum die Autos immer noch so teuer erscheinen. BMW-Menschen sehen sich als Alphas und präferieren Witze wie diesen hier. Was ist schlimmer als eine Frau hinterm Steuer? So, wenn ihr euch nicht angegriffen fühlt, dann gratuliere ich euch, dass ihr kein siamesischer Zwilling seid und ich lade euch herzlich dazu ein, dass ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. BMWs genießen einen schlechten Ruf, aber das liegt meist nur an den Besitzern, weil sie damit umgehen wie ihr Vater mit ihrer Erziehung. Es ist ihm einfach egal. Der Typ hier hat einen 335D aus 2017 mit über 130.000 Kilometern und spricht von regelmäßiger Wartung und lückenlosen Checkheft, weil er in 7 Jahren und 130.000 Kilometern dreimal das Öl gewechselt hat, also alle 3 Jahre. Als ehrenwertes Mitglied des Sigma Alpha Männerclubs, der eigentlich nur für Kacks ist und eine Männersauna, gibt es den BMW 1er, aber nicht irgendein 1er, sondern den M135i. BMW wollte seine Verkaufszahlen steigern beim 6-Zylinder-Modell und hat hier den 1er-Kunden das gegeben, was alle BMW-Patienten wollen: einen originalen M-Aufkleber ab Werk. Es ist zwar kein richtiger M, aber das ist nicht wichtig. M ist bei BMW sowas wie AMG bei Benz, damit es alle Evolutionsbremsen auch verstanden haben. Zwar wird er genau genommen als M-Performance-Automobile verkauft, aber in Wahrheit steckt nur ein N55 Motor unter der Haube. Wäre es ein richtiger M, dann hätte er den S55 Motor verbaut. Daran erkennt man zumindest anhand des Motorcodes das Ganze. Da aber so eine Diskussion so viel Substanz hat wie ein Gespräch mit einem westlichen Staatsoberhaupt, machen wir aber weiter. Der N55er Motor sollte eine verbesserte Version des N54er darstellen. Injektoren, Hochdruckpumpe, Ventildeckel, Kurbelgehäuseentlüftung und Wastegate-Rasseln treten hier nicht chronisch alle 5 Minuten auf. Sie tun es aber trotzdem nur eben nicht mehr so oft wie beim N54 Motor. Allerdings hat man nur noch einen Twin-Scroll-Turbolader anstelle eines Twin-Turbo-Systems. Trotzdem sorgt das für sehr gute Fahrleistungen, mit denen man seiner Lieblingsbeschäftigung als 1er BMW-Besitzer nachgehen kann. Und zwar jedem, bis auf die Geheimratsecken, die eine Revolution angezettelt haben, auffahren. Ein SpongeBob-förmiger Mensch muss wissen, dass das Auto für ca. 18.000 bis 20.000 Euro erhältlich ist in akzeptablem Zustand, wo er nicht die Blinkerflüssigkeit austauschen muss. Damit gehört man dann offiziell zum Club der Modellbesitzer, die ihren Instagram-Namen auf die Scheibe kleben und sich wundern, wieso sie niemand mag. Wenn eure eloquenten Flirtsprüche nicht ziehen, wie zum Beispiel "Lass uns doch ein bisschen Ayahuasca nehmen und sehen, wohin uns der Abend führt", dann solltet ihr zur nächsten Alternative für BMW greifen. Den 5er BMW. Den gibt es auch als Kombi und ist gerade nötig, wenn der Spruch halt bei der Dorfmatratze Chantal aus Ostdeutschland gezogen hat. Genau genommen geht es um den F10 oder auch von mir aus der F11. Die Kombi-Version des 5ers allerdings als Facelift, sprich LCI. LCI bedeutet bei BMW Modellpflege, weil es für den durchschnittlichen BMW-Kunden einfacher ist, sich 3 Buchstaben zu merken statt ganze Worte. Wir wollen das LCI-Modell als 520D, weil hier der B47-Motor verbaut wurde anstelle des N47, der trotzdem noch teilweise verbaut wurde bis 2017. Daher muss man Acht geben. Bestimmt sieht jetzt euer Kopf so aus, als hätte er einen Platten, weil ihr nicht versteht, wieso nur einen 520D mit B47-Motor, der zwar besser als der N47 ist, aber trotzdem noch seine Probleme mit der Steuerkette hat. Naja, das liegt daran, dass die meisten Bots, ich meine Menschen, kleinere Motoren bevorzugen und es ist gut zu wissen, dass man zum Preis eines Golfes einen 5er günstig fahren kann, weil ja immer die Unterhaltskarte gezogen wird. Das ist der Beweis, dass es geht, aber nur solange sich die Steuerkette nicht lenkt. Das hat der BMW also mit einem Golf gemeinsam. Präventiv kann man die Steuerkette machen und dann alle 10.000 Kilometer das Öl wechseln und man hat deutlich weniger Probleme. Aber wer macht das schon? Wer statt 5 bis 6 Liter Diesel auch mit 7 bis 8 Litern Diesel überlebt, dem ist mit einem 530D auch geholfen. Dieser hat mehr Ausstattung und mehr Hubraum, was per Definition besser heißt. Es war ja nicht umsonst teurer als Neuwagen. Wieso dann nicht einreden, dass man was Besseres ist? Es wäre grob fahrlässig, das zumindest nicht zu erwähnen, dass ein 530D LCI mehr oder weniger das gleiche kostet wie ein 520D. Doch wie alles in der westlichen Welt ist das nur Zufall. Dieser Motor nennt sich N57 und ist zwar nicht für Steuerkettenlängungen bekannt, aber dafür für defekte Ölpumpen, die für die Schmierung im Motor sorgen. Das wäre so, als würde man bei einem ganz bestimmten privaten Akt Anlauf nehmen und einfach trocken.
trocken reinballern. Das tut weh und sorgt ebenfalls für Zerstörung. Das gleiche Prinzip findet auch hier statt. Die gute Nachricht ist aber, dass es Ölpumpen-Upgrades gibt, die dem entgegenwirken. Die bekannteste Alternative ist bisher die von MIK Motoren. Geht ihr auch gerne zu Bewerbungsgesprächen und wundert euch, wieso ihr nicht eingestellt werdet trotz Glücksjogginghose? Das liegt daran, dass ihr einen BMW 3er wollt und der Recruiter ein neidischer Haufen Drachlot ist. Genau genommen geht es um den 3er BMW F30 LCI als 330i, der keinen Sechszylinder mehr hat, sondern nur noch 4. Dieser Motor schimpft sich B48 und normalerweise war der 330 für Sechszylinder bekannt, aber BMW war besorgt bei seinen Kunden, dass sie nicht mehr bis 6 zählen können. Es gab sogar diverse Fälle, wo die Kunden sich gewundert haben über die Golfgeräusche aus ihrem Auto bei Kauf, was ungefähr so klang. Okay. Den 3er der 6. Generation gibt es nicht nur als Limousine, sondern auch in der L-Variante. Die andere W-Variante ist eine eigene Baureihe, die sich 4er BMW nennt. Sie heißt zwar 4er, ist aber in Wahrheit ein 3er BMW, nur eben als Coupé. Auch hier wurde an die Kunden gedacht, um ihnen Lebenszeit zu sparen, sowie die Empfehlung des Hauses nicht zu blinken. 4er geht halt schneller von der Zunge als 3er Coupé. Eventuell ist das auch noch ein Flashback, weil einige Besitzer bei einem 3er gezeigt wurden. Dennoch sollte man wissen, dass der B48 eigentlich relativ solide ist. Einige haben was mit der Steuerkette, aber das ist zum Glück nicht chronisch. Da es leichter ist, anderen die Schuld zu geben, ist hier eher der Longlife-Ölintervall daran schuld. Wie eingangs erwähnt, denken einige bei Longlife-Ölintervallen, dass man auch nach 3 Jahren das Öl tauschen kann oder nach 50.000 Kilometern wie in diesem Fall. Es ist ja fast das gleiche. Das mag vielleicht für die Swingerpartner gelten, die die Lebensabschnittsgefährte nebenbei noch hat, aber nicht bei Autos. Alle 10.000 bis 15.000 Kilometer das Motoröl wechseln und man hat diese Probleme nicht. Ansonsten ist hier noch die Verkorkung ein Problem nach ca. 100.000 Kilometern, was man aber entfernen lassen kann. So bleibt euer Motor von innen rein wie euer Gewissen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gibt für diese neue dazu gewonnene Erkenntnisse. Für 18.000 bis 20.000 Euro kriegt ihr bereits Modelle mit nicht allzu vielen Kilometern drauf. Zusammenfassend müsst ihr hier also nur Kettenspanner beachten, auf Festintervall umstellen und die Verkorkung entfernen lassen. Die Ü30 Single Mutti von 3 verschiedenen Kindern SUV-Version nennt sich BMW X3 der Generation F25. Natürlich auch als LCI-Modell, weil hier wieder der B47 Dieselmotor verwendet wurde. Nochmal für die Eintagsfliegen unter euch. LCI heißt Facelift. Ein weiteres Kaufargument also für die jeweilige Zielgruppe, weil es das ist, wonach sie alle streben mit dem Alter. Ich kenne sogar einen, der hat seinen dritten BMW mit genau diesem Motor geholt und achtet zum Beispiel nicht auf die Anzahl der Kilometer, sondern auf den technischen Zustand. Der hat aber seine Frau öfters betrogen und daher setzen wir uns ein Limit, weil das in Deutschland mehr wert ist. Mit dem Budget wird es zwar schon knapp, aber es ist schon möglich, für unter 20.000 einen X3 zu holen. Er sieht zwar aus wie ein X5 E70 aus 2008, aber da steht 2014 und der Rest zählt somit nicht. Der X3 gibt einem genauso ein Gefühl, ein richtiger Mann zu sein. Der SUV wurde ursprünglich erfunden, um einfacher durchs Gelände zu fahren, weil man das in der Steinzeit, also vor 20 Jahren, noch so gemacht hat. BMW kam aber auf die glorreiche Idee, dass seine Kunden zwar wie ein Waldschrat denken, aber nicht unbedingt wie einer leben. Daher ist das ein SUV ohne Offroad-Fähigkeiten. Es ist also nur für die Stadt gemacht, um Ökos zu ärgern, die euren fast 6 Liter Sprit schluckenden, unter 2 Tonnen wiegenden Nicht-Geländewagen nicht mögen. Trotz 11-mal größerem Abgasausstoßes ist es trotzdem legitim, das Auto zu besitzen. Nicht nur, weil man schon CO2-Steuer zahlt wie die Radwege in Peru, sondern weil BMW Manipulationsvorwürfe einfach von sich wies. Von daher ist alles in Ordnung, da wir natürlich in einer korruptionsfreien Welt leben. Ihr wollt einen 7er BMW, weil euch der Audi A8 zu VW-lastig aussieht und das Quattro nach Spanischkurs aussieht? Tja, dann Pech gehabt. Das Angebot ist für das Geld recht begrenzt. Erst recht, wenn man einen 8-Zylinder haben will mit dem Motor, der euch nicht andauernd kaputt gehen wird. Für unter 20.000 kriegt man zwar Modelle mit V8 Biturbo, aber dieser Motor ist kompletter Müll. Die Rede ist vom 57i mit 408 PS. Dieser nennt sich N63. Würde Drachenlord ein Auto gut reden, dann hätte es genau diesen Motor. Es ist wahrscheinlich der mit Abstand schlechteste BMW-Motor, den sie jemals gebaut haben. Das muss so verdeutlicht werden, weil es noch genug Dorf-Detlefs gibt, die einen BMW mit dem Motor trotzdem holen. Das liegt entweder an ihrem kreisförmigen Stammbaum oder daran, dass sie Jeep Performance nicht abonniert haben. Wahrscheinlich aber beides. Ihr könnt euch für eine Alternative jetzt entscheiden. Es ist auch egal, wie geil eure Oma aussieht. Der 57i mit 408 PS ist der Beweis, dass Schrott auch an Wert gewonnen hat. Wenn es vor Ort sein muss, dann mit 449 PS ab Juli 2012. Es ist generell knapp mit 7er BMWs in diesem Preissegment, da selbst ein Diesel kaum zu haben ist in gepflegtem Zustand. Entweder weil sie so gut sind oder weil sie alle
leider kaputt sind. Es hängt davon ab, wen ihr fragt. Ein 7er LCI mit Diesel ist wohl die bessere Alternative, da der verbaute N57er Motor solider ist, wenn man das bereits erwähnte Ölpumpen-Upgrade vollführt. Wenn ihr das nicht macht, könntet ihr nur in der Kneipe angeben, dass euer 7er seit einer Woche nicht kaputt gegangen ist und ihr auf Rekordjagd seid. Ihr könnt euch also einen Frauenbeamer samt Geschlechtskrankheiten und Tribal-Tattoo holen oder Prototyp-Fachkraft raushängen lassen. Ich würde mich für Letzteres entscheiden, weil ich genau das bin. Wer anderer Meinung ist, versichert seinen 10 Jahre alten Golf noch Vollkasko. Tschüss!